Hallo zusammen. Die Frage kam, kann ich mein Wakeboardboot, Wasserskiboot umrüsten auf Lithiumbatterien? Nein. Punkt. Der Grund ist der, im Lithiumbatterie habe ich so eine Batterie drin, eine 100 Ampere, 95 Ampere, um mein V6, V8 Motor zu starten, der irgendwie zwischen 100, 200, 300 PS hat. Und für das brauche ich Strom für den Anlasser. Diese Batterie hier bringt 175 Ampere im Peak. Nachher geht sie aus. Diese hier bringt 700. Ja, aber das Thema ist das, ja, so eine Lithiumbatterie ist ja viel leichter. Also hier, diese hat 32 Kilo, diese hat 12 und sie hat die doppelte Kapazität. Ich nehme dann einfach diese Batterie hier, die ist leer, die hat 25 Kilo und die hat 200 Ampere Amperestunden nutzbare Kapazität. Diese hier nur etwa 50. Also die ist viermal größer von der Speicherleistung her. Aber der Strom, der hier im Peak rausgeht zum Starten von meinem Wasserskiboot oder Wakeboardboot, der ist auch nur im Peak 175 Ampere. Nicht Amperestunden, Ampere, das ist das Peak, was läuft. Die Kapazität ist in Amperestunden, da haben wir 200. Also ich kann keinen großen Motor, auch an Anlasser im Fahrzeug drin, eignet sich diese Lithiumbatterien, die ich im Sortiment habe, nicht zum Starten eines Motors. Es gibt, ich habe die Vertretung für Liontron, ich habe noch nie eine Starterbatterie verkauft von Liontron, die bringen 1200 Ampere, also mehr als diese, aber die gehen richtig ins Geld und vom Gewicht her haben sie nicht die Einsparnis, was ich erwarte. Das heißt, einen großen Motor zu starten mit Lithiumbatterien zurzeit eigentlich nicht ideal. Wenn ich ein Segelboot habe, und da mache ich euch ein Video, hier habe ich eins gemacht, das ist wiederum kein Problem. Somit wünsche ich euch einen schönen Tag.